Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community mit Thorsten Helbig und zu seiner Community, aber natürlich auch Gäste hier. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind und natürlich auch, dass Thorsten aus der Ferne für uns die Zeit gefunden hat. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Der Risikohinweis wird immer hier kurz eingeblendet. Bitte lesen, sehr wichtig, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann schalten wir mal rüber zu Thorsten und sind gespannt, welche Setups er heute hat. Und natürlich wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. Ja, guten Morgen. So wie Nelson schon richtig gesagt hat, wir sind diese Woche auf Tour, wir sind auf Reisen und sind in unserer zweiten Heimat, also in Norwegen gelandet, um eigentlich unseren Sommerplatz hier vorzubereiten und endlich mal wieder richtig körperlich zu arbeiten. Wer mich kennt, der weiß, wir hatten früher eine Baufirma, haben nur seit Jahren. Da, sag ich mal, diese Richtung nichts mehr gemacht. Jetzt muss man mal testen, ob die beiden linken Pfoten und an jeder Hand 5 Daumen noch ein bisschen was hingebogen kriegen. Und wir bauen hier gerade unseren Sommerplatz. Ich merke, dass meine Internetverbindung hier ab und zu mal auf jeden Fall Ja, glitschig ist. du warst jetzt zweimal Ich hoffe, kurz weg. ihr könnt mich hören. Ja, ich habe das gerade gemerkt, weil die Verbindung zu meinem Server hier ist. LTE, 4 Balken. Okay. Viele fragen sich ja immer, was. Ach du Scheiße, hier ist die Maus auch noch leer. Nö. Jetzt ist sie wieder da. Viele fragen uns immer, warum haut man so lange ab, warum fährt man so lange dahin, damit man mal weiß, was es hier so zu sehen gibt. Wir haben glücklicherweise vor einer Woche dann trotz der späten Jahreszeit solche Nordlichter nachts sehen dürfen. Purer Zufall und eigentlich auch relativ spät. In der Regel sind die Ende März, Anfang April sind die durch. War auch nur eine Nacht, war bloß ein paar Minuten. Und wir kümmern uns ein bisschen darum, wie die Natur hier erwacht. Und hinter dem Kumpel hier war ich lange hinterher. Das erste Mal, obwohl ich schon seit Kindheit an mich um Tiere kümmere, ist das ein Zeitpunkt, wo ich den in freier Natur vor die Linse gekriegt habe. Und dann unsere übliche Abendtour ist jetzt vielleicht hier nicht so gut zu erkennen. Aber wir sind abends los und versuchen, Elche zu erwischen und gestern Abend ein Pärchen erwischt. Entschuldigung, beim Abendbrot, beim Fressen draußen und das Männchen sogar ein weißer Bulle. Die sind sehr selten und die Viecher noch in hell zu erwischen, ist schon für uns ein Hickling. Okay, aufgrund dessen haben wir uns vorgenommen und haben das auch diese Woche durchgezogen. Das werden wir auch bis Montag noch tun. Morgens versuchen wir Pläne zu machen oder nicht ganz so zeitig, wie wir es sonst gewohnt sind, sondern in der Frühstückspause oder so machen wir dann unseren Tagesplan, um einigermaßen sicher durch den Tag zu kommen. Für unsere Community sah der Plan gestern so aus. Wir hatten hier von vorgestern zu gestern Nacht eine Abwärtsbewegung und wir haben gestern Morgen, als wir das gezeichnet haben, okay, wir können hier hoch innerhalb dieser bullischen Flagge, die sich hier gebildet hat, und dann wollen wir hier hoch, nochmal runter, nochmal hoch und ab hier oben, ab der 10699, was unserem Zielbereich entspricht, und 61,8er Fibo aus der Abwärtsbewegung hier bei der 10701 dann
Shorten, das war unser Setup gestern. Mein Plan war, diese Bewegung runter, diese in mehreren Wellen innerhalb von dieser bullischen Flagge dann aufwärts und ab da bin ich zu leise. Also bei mir bist du gut zu hören. Alles klar. Also innerhalb dieser bullischen Flagge wollten wir uns langsam hocheilen hier, um dann den nächsten Schwung nach unten zu ziehen. Man erkennt hier daran ziemlich klar, dass man, wenn man einen Plan hat und den relativ eng absichert, noch besser ist es, wenn man brauchbare Tagesziele hat, gerade in Situationen, deswegen habe ich eben erzählt, wo wir sind, gerade in so einer Situation, wo man zeitlich eingeschränkt ist und nicht den ganzen Tag vor der Kiste hocken will, von morgens bis abends analysieren, weil viele sind ja hier nebenberufliche Händler, wenn nicht sogar fast alle, die oder wenn man mal im Urlaub ist oder so, dann einen Plan machen, diesen Plan platzieren, lässt sich auch hier auf der Plattform gut machen. Mit mehr, hier unser Stefan schreibt gerade, schönen Gruß aus Holland. Genau, der macht es so, morgens Webinar, morgens ein bisschen was tun und ansonsten am Strand liegen oder irgendwo eine Kneipe sitzen. Übrigens, Stefan, du musst zum Kiffen nicht mehr nach Holland fahren. Ne? Du darfst das inzwischen auch in Deutschland. Ne? Karlchen hat das jetzt erlaubt. Ne? Das ist der Scheiß ja auch nicht zu ertragen. Ja. Wichtig ist, dass man sich dann solche Pläne macht. Die Kombination aus Zielbereich und 61,8er FIBO, ob die nun wirklich im Endeffekt diese Abwärtsbewegung hier unten verursacht oder also wirklich ins Ziel läuft, steht in den Sternen. Wenn man das wüsste, braucht man morgens ja nicht aufstehen. Aber, dass die Kombination, die Wirkung, deswegen haben wir auch Zielbereiche, dass die Wirkung an diesen Linien auf jeden Fall erstmal da ist. Auf jeden Fall ist schon wieder so eine scheiße Aussage. Auf jeden Fall natürlich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass in Kombination an der Flaggenkante hier oben, Zielbereich und 61,8er FIBO, eine Dreifachnummer, wo auf jeden Fall drei Händlergruppen wach werden und eventuell shorten werden, ist das hier der Idealzeitpunkt, sich diese Nummer zu greifen, zu eröffnen und dann fallen zu lassen. Wir haben hier sogar die Kerzenformation 1, 2, 3, lange Dochte direkt am Zielbereich. Hier. Erster Versuch, Unterkante nochmal angelaufen, nachlaufendes Hoch, schön Docht gebastelt. Zack, exakt die 10701 und dann ging es abwärts bis zu 80, 21 Punkte. Ein Tagesziel. Von meinem Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkten, war somit durchaus machbar. Und wir hatten gestern keinen Plan, keinen großen Plan, den wir gemacht haben, sondern wir hatten nur, also ich habe noch keinen Überblick, wie die übergeordneten Zeiteinheiten aussehen. Das habe ich mir aufgehoben für heute früh für euch. Das machen wir jetzt hier zusammen, wenn es recht ist. Der Plan hier, den wir hatten, verständlich, gemacht wurde er hier zu diesem Zeitpunkt. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt mal in den H1 schauen, weil der ist ja ausschlaggebend für das ganze Gedöns hier. Diese ganze Geschichte hier, die werde ich jetzt komplett löschen. Erstmal, das Einzige, was ich drin lasse, ist die Nummer C gleich A.
Das Ziel hier unten. Ich schmeiße alles raus und 10543 haben wir immer noch auf dem Plan und die lege ich auch wieder hin. Dann kann man noch mal sehen, wie ich mir da biebt was. Das hier ist Ziel aus C gleich A. Jetzt habe ich da was vergessen, noch vorzuschreiben. Diese Marke sollten wir auf jeden Fall im Blick behalten. So, und jetzt ziehen wir uns den ganzen Kram mal auseinander und müssen schauen, von wo kommen wir überhaupt. Wir haben ja für diese Woche, hatten wir eine Wochenendanalyse geschrieben und diese hat, ich muss sogar einen Daily wechseln, die erscheint mir nämlich im Moment sicherer. Wir haben Bewegung A, Bewegung C. So. Demnach hätte die sogar runterlaufen können. Mehr. Bis zur 21. Ja. Meine Maus will nicht so, wie sie soll. Ich muss hier auf dem Trackpad arbeiten. Jetzt geht's wieder. So, und dann machen wir das sauber, diese Geschichte. Und duplizieren das hier runter. Ich kann jetzt nicht ganz so hundertprozentig sauber arbeiten, wäre also schön, wenn ihr das bei euch selber ebenfalls macht und nachzeichnet. So. Da sind wir doch bei dem alten Muster. Genau da wollten wir hin. 10543 hatten wir aufgerufen und diese Nummer haben wir auch. Das ist genau Bewegung A, Bewegung C. Mit diesen Mustern arbeite ich sehr gerne. Übergeordnet. Und das mache ich jetzt mal rot. Haben wir diesen Plan. Das Gefährliche ist, jetzt per heute, dieses Zeitfenster hier ist schon länger abgelaufen. Das sehe ich aber nicht ganz so eng. Dieser Absturz hier, der war für den Euro-US-Dollar recht zügig. Aber wir bewegen uns mit C gleich A mit dem Ziel 10316 aus dieser Bewegung, die bis dahin korrigiert wurde, hier nach unten, wären das die beiden Ziele. Diese zweite Bewegung befinden wir uns jetzt im heutigen Tag, das können wir jetzt größer machen, dann kann man es auch besser sehen. Da befinden wir uns heute am Ende des Musters. Wir sind von da bis da gelaufen, wir haben diese Bewegung exakt hier bis zur 61,8 korrigiert. Hier könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, das haben wir auch hier in den großen Webinaren haben wir das auch behandelt. Bewegung, Korrektur und dann Bewegung. Mit diesem Lauf hier letzte Woche
Am 12. mit diesem Bruch hier unten ist die Bedingung C gleich A erfüllt. Das heißt, wenn wir ein tieferes Tief haben als das von A hier und der C ist die Bedingung nach Lehrbuch ganz klar erfüllt. Welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus, wenn die Bedingung C gleich A da unten erfüllt ist? Ich weiß, dass ein paar Händler seit Anfang März, seitdem wir das hier gemacht haben, seit der 1.0969 circa short sind. Wenn diese Bedingung hier erfüllt ist, hier mit dieser Kerze, wie reagiert man? Weil das Mindestmaß nach C oder Bedingungsbeschreibung C heißt ein tieferes Tief als A. A 61,8 korrigiert C. Was muss unsere Reaktion sein? Was müssen wir tun? Und wir sind ja hier mit Schmackes durchmarschiert. Umdenken ist zu früh. Aufpassen ist immer gut. Die erste Bedingung ist, wenn dieses Regelwerk erfüllt ist, muss, wenn man nach, also so langfristige Position laufen hat, muss der Stop hier definitiv aus dem Risiko. In dem Fall sind wir A, B, C, D, E. Hier haben wir drei Wellen gemacht, eine große Welle wieder zurück. Auch das hier waren knappe 61%. In dem Fall, wenn man von hier oben kommt, gehört der Stop über dieses High maximal 10884. So, jetzt haben wir diese Geschichte hier zurückerobert. Ich kann ja nur erklären, wie ich es machen würde. Ich weiß nicht, einer von uns, ich glaube unser Tobias, der hatte die Position von da oben an laufen und wollte sie auch laufen lassen. Wenn das dann so kommt, so wie hier, dass das Zeitfenster abgelaufen ist, dann muss man drüber nachdenken. Okay, das Muster ist aufgelöst. Wir haben ein tieferes Tief. Schmeißt man die Position jetzt raus, werden sie auch 240 Punkte. Ich persönlich habe die beste Erfahrung damit gemacht, wenn ich so eine Position nicht komplett geschlossen habe, sondern die Hälfte, wenn das hier so wie hier passiert, dieser Rücklauf eben und das Zeitfenster abgelaufen ist, würde ich zu diesem Zeitpunkt heute Abend die Hälfte der Position schließen und hier für die restliche Position den Stop da oben drüber legen. Das wäre so meine Herangehensweise. Wir wechseln in den H1. Ein paar Sachen rausschmeißen hier. Fibo nervt jetzt. Den brauchen wir für die heutige Analyse nicht. Das hier knipse ich mal noch, dass ich das nachher gleich hochjagen kann. So. Das ist der Daily. Wir gehen jetzt in den A1, indem wir uns ein bisschen weiter zusammenziehen. So, da können wir viel besser gucken. Und da sind wir jetzt demnach schon aus dem Zeitfenster raus. Bevor dieses Argument kommt, wir sind aus dem Zeitfenster raus. Das kann ich jetzt nicht prüfen, weil ich habe es im Daily gezeichnet, dieses grüne Rechteck, und habe es nicht im H1 gezeichnet. Wenn man es im H1 abgleicht, muss man gucken, ob das Zeitfenster eventuell noch Gültigkeit hat. Wir haben hier eine Abwärtsbewegung, die bis letzte Woche Dienstag ging. Bis zum 16. ging es bergab. Mittwoch war der 17. Für alle, die jetzt Panik kriegen hier und sagen, ja, das Setup ist wahrscheinlich durch,
So wie es aussieht, wir machen ja hier laufen neue Hochs und so. Nein, hast überhaupt nichts durch, weil wir hier wiederum auch nichts weiter haben. Und zwar haben wir den Abmarsch nach unten. Was sehen wir hier noch? Michael, das schon mal sehr gut, sauber, schneller als ich. So was liebe ich. Wir haben hier unten einen sauberen Doppelboden. Kann man das erkennen? Was ich hier mache, sieht man das hier, den Doppelboden, oder ist mein Bildschirm zu klein? Okay. Wir haben hier einen sauberen Doppelboden, damit da die Nackenlinie, und dieser Doppelboden wurde typischerweise Nacken, kein tieferes Tief. Hier oben aufgelöst am 18., also letzte Woche Donnerstag, war dieser Doppelboden hier aufgelöst. Deswegen auch nochmal der Rückschlag. Schwer zu erkennen. So, jetzt erkennt man es besser. Da ein Tief, da ein Tief. Das ist die Abwärtsbewegung. Ich nehme mal dieses Kästchen raus hier. Dann kann man mit Sicherheit. So. Ein Boden, zweiter Boden, Nackenlinie aufgelöst. So, und jetzt machen wir nichts weiter, so wie du gerade sehr richtig erkannt hast. Wir bewegen uns hier in einer Flaggenkonstellation. Das hier ist jetzt nichts weiter als eine bärische Flagge. Für diese bärische Flagge haben wir die 10709, da sind wir jetzt drüber, wir waren gestern zweimal drüber. Das ist die 38,2, 38,2er FIBO, da wurden wir zweimal dran abgewiesen, einmal da mit einer schönen Umkehrformation. Jetzt bewegen wir uns aber da drüber. Das heißt, wenn wir bis zum 50er FIBO auskorrigieren wollen, das heißt, wollen die Shorties wollen das natürlich nicht. Eins, 50er Fibo. Dann sehen wir, dass wir hier, das sieht man immer so scheiße, dass wir hier, das dauert ja noch ein bisschen, bis hier hoch, hier erst oben den Kreuzwiderstand haben. Das heißt, als Short-Bereich, jetzt so wie er jetzt läuft, wäre ideal die Kanalkante oben und 50er Fibo. Diese Nummer geht von der 27 bis zur 41. Es sind 14 Punkte Luft dazwischen. 27 bis zur 41. Die merken wir uns jetzt und nehmen die mit in den M5. 27 bis zur 41. Das heißt, wir müssen heute damit rechnen, dass sich dieser ganze Kram hier noch etwas erweitert. Ich nehme dafür auch hier alles raus von gestern. Das brauchen wir nicht mehr. 27 bis 41 haben wir den Short-Bereich. Das spielt sich ungefähr da ab. Und damit ergibt sich für mich heute
Ich habe die Position von gestern noch nicht bei uns vermerkt, da ich alles nur auf dem iPhone gemacht habe. Ich habe da jetzt nicht mal einen Überblick. Machen wir aber gleich. So. Und ab hier Text. Was soll der Text drin? Short-Bereich 107 27 bis 107 42. So sollte das aussehen. Soweit verstanden? Der zweite Spike liegt auf dem Kästchen. Ja, deswegen habe ich es ja wegradiert, mein lieber Michael. Michael, bist du zu Hause oder in Panama? Wir haben zweimal Michael. Michael S. zu Hause, aber Michael M., der guckt uns gerne mal aus Panama zu. Soweit verstanden, diesen Plan und auch die Kombination verstanden? Ich schreibe das hier mal noch rein, damit man es besser versteht. Das ist eine Kombi aus FIBO und Kanal aus dem H1. So, dann wird man sehen, dass diese Marken jetzt auch ziehen könnten. Soweit den Plan hier verstanden. Dann hatte von letzter Woche hier noch DAX-Punkte drinne. Und das Problem ist, dass ich die diese Woche erst geschlossen habe, zweimal mit 150 Punkten SL, die hat er mir gerissen. Aber wir sind diesen Monat immer noch bei 427 Pips im Euro, US-Dollar und 1700 im DAX, trotz der 300 Verlust, die ich eingefahren habe, durch die beiden Shorts, die wir bei der 17.800 Schieß mich tot gestartet hatten, die uns die Performance etwas zerlegt haben. Deswegen haben wir hier jetzt überhaupt keinen Druck, noch extrem viel zu machen. Ich werde mich nach diesem Plan richten, da ich draußen arbeite, für unsere Community zur Information. Da fehlen noch zwei DAX-Positionen oder drei, das ist richtig. Ich habe gesagt, ich trage die abends nach. Ich werde diese kurzen Strecken hier nicht handeln, sondern für mich ist der Hauptplan hier ausschlaggebend, der hier, und ich werde nur diese Position hier handeln. Nur diese Short-Position werde ich heute handeln. Nicht nur. Zur Erklärung, ich habe viele Positionen nicht am Rechner, sondern nur auf dem iPhone begleitet in Textform und ich werde am Montag die Performance-Tabelle bereinigen mit den Positionen, die wir da noch gehandelt haben.
Die Positionen, die noch fehlen, gehen aber ungefähr plus minus null auf. Der grobe Blick wird sich nicht, oder die grobe Zahl wird sich nicht viel ändern. Realisierst du das als Limit Order? Also ich werde mir hier jetzt auf jeden Fall einen Alarm hinlegen, hier in diesem Bereich. Werde mir das Ding aufs iPhone schicken und werde auf dem iPhone dann einen Alarm kriegen. Das ist das eine. Auch per E-Mail, damit ich das auch höre. Das zweite ist, dass ich mir mein iPhone hier in der Regel hier draußen auf der Baustelle irgendwo so platziere, dass ich drauf gucken kann. Ich habe dann nur diesen Bereich hier, nur das hier. Die Zahlen hier, die 10727 und 10742, die habe ich fest in der Birne. Die sind für heute wie festgenagelt. Und diesen Bereich werde ich dann, wenn er in diesen Bereich kommt, wenn hier statt der 10716, 27, 25, 26 auftaucht, dann werde ich dahin gehen. Ich glaube, du, wenn mich nicht alles täuscht, Michael, warst du im Dezember 2014 bei uns im Seminar. Wir feiern dieses Jahr 10-Jähriges, kann das sein? Mit Jens zusammen. Und 2015, wenn mich nicht alles täuscht, dann noch zur Händlerwoche im Schwarzwald. Mit deinem Kumpel Jens. War ein Test, ob die grauen Zellen noch funktionieren. Da haben wir genau das gehandelt, nur auf einer anderen Plattform. Ulrich, bei 10728 liegt der Pivot vom 12.04., der sollte erreicht werden. Pivot hat für mich null Relevanz. Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist nie abweisend oder Kritik oder so. Aber in diesem Fall würde ich oder grundsätzlich bei mir sind Pivots in keiner Form relevant. Ich habe das im Seminar noch ein paar Mal erklärt, warum. Ich lasse die völlig außer Acht. Gehören es bei dir tadellos? Wo sollte der Zielbereich sein? Da sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo wir vorhin waren. Wir haben hier die Flagge. Ja, dafür muss ich das jetzt nochmal zusammenziehen hier. Ich habe es ja vorhin nur größer gemacht, weil der ein oder andere es nicht gesehen hat. Wir haben diese Bewegung hier nach unten gemacht. Warte mal, ich muss mal ganz kurz zurück. Ich mache erst ein Bild. So. Und dann gehen wir in den H1 und jetzt holen wir uns das Ziel. Wieder diese gleiche Nummer. Wir haben hier eine Bewegung. Wir haben hier das 50er Level und das Ziel ist erst bestimmbar, wenn wir, muss ich noch eine Farbe nehmen, dann sieht unser Michael erst gar nichts mehr. Jetzt nehmen wir dafür mal Blö. Oh, okay. Und wenn wir diese Geschichte dann da ansetzen, je nachdem, wo sie ansetzen können, nehmen wir mal an, wir starten da, dann haben wir das Ziel da unten. 10454. Auch das knipse ich und schicke das gleich noch nach dem Webinar auf zu uns 10454 und
Das schreibe ich hier unten noch dazu. Ziel aus dem H1 auch wieder C gleich A 10454. Zielbestimmung erst möglich, wenn C auch gestartet ist. Auch klar soweit? Guten Morgen, wie bist du auf die 10727 als Short-Bereich gekommen? Habe ich gerade erklärt, dass der Bereich liegt heute aus der Kanaloberkante aus der bullischen Flagge. Ist eine Kombination aus der bullischen Flagge. Bei 10727 liegt die ungefähr, verläuft die Oberkante der Flagge und bei 43 oder 42 ist der Fibo. Pivot als Ziel unterstützt doch deine Short-Theorie. Ja, kannst ja tun. Ich habe aber eine bestimmte Meinung zu Pivotpunkten oder Pivotlinien und deswegen beachte ich sie nicht. Ich habe mein Leben lang, mein Händlerleben lang, immer feste Regelwerke und ich habe vor 15 Jahren mal Pivotlinien berücksichtigt, habe gesehen, dass es für mich nicht relevant und deswegen habe ich sie aus meinem Portfolio gestrichen. Das ist genauso, als wenn du an der Bar sitzt und hast früher immer Bier und Korn getrunken und irgendwann kommst du auf die Idee und sagst du, Bier und Korn ist gar nicht so gut, auch wenn die Leber den nicht sieht. Du probierst es jetzt einfach mal mit Wodka Lemon oder Rum Cola und dann merkst du, Rum Cola und Wodka Lemon bekommt dir wesentlich besser. Dann bleibst du bei Rum Cola oder Wodka Lemon. Da kannst du zwischendurch ruhig mal mit einem Bier und einem Korn wieder probieren. Du wirst merken, es bekommt dir nicht. Beides hat zwar die gleiche Wirkung, bastelt dir runde Füße und macht blöd im Kopf. Aber wenn es dir nicht bekommt, dann lässt du es. Und genauso ist es hier. Das ist genauso wie die Muster, die Michael Vogt mir seit Jahren versucht beizubringen. Innenstäbe, Außenstäbe sind Muster, die kann ich nicht. Und was ich nicht kann, lasse ich. Und mir bekommen Pivotpunkte auf keinen Fall. Wenn jemand Pivotpunkte benutzt, was er ja gerne tun kann, dann kann er natürlich diese Nummer hier jetzt auch long handeln, von hier unten bis da hoch. Weil dann ist sein Regelwerk für uns, für ihn nicht unser Euro Pro, nicht unsere Zielbereiche, nicht unsere Analyseregelwerke, gar nichts, sondern dann ist sein Regelwerk Pivot. Und Regelwerk Pivot wird ganz anders behandelt, gehandelt, als unsere Regelwerke, die wir hier haben. Wir haben Regelwerke hier Zielbereiche, wir haben Regelwerk Euro Pro und nicht Pivot, weil das eine würde das andere eventuell wieder aufheben. Und genauso würde ich das nicht tun. Wäre es clever, den Trade erst zu machen, wenn ein letztes Tief unterschritten wird? Es wäre sehr clever, das erst zu tun, wenn man einen Trendbruch hat. Wenn ich so einen Bereich hier habe, hier, gehe ich durch die Zeiteinheiten. Das heißt, ich warte den Trendbruch im M1 ab. Ich würde jetzt, ja, ich mache das mal. Ich schreibe das hier mal noch rein. Position 1, Trendbruch im M1 und Euro pro. Dann kann man noch mal sehen, wie vielleicht so eine Pyramide aussehen kann. Position 2 gleich
Trendbruch im M5. Position 3 gleich Euro pro im M5. Wenn man die Pyramide bauen will, bauen kann. Das sind alles Parameter, die ich mir zum Aufstocken anschaue. Position 4 unter dem Zielbereich 10709. Da male ich mal eine Linie hin, damit meine ich den hier. Und Position 6 gleich Bruch der 61,8 der FIBO. Heißt, wenn wir, ich nehme hier mal die Tage raus, das stört nur. So. Das heißt, wenn wir hier jetzt eine Aufwärtsbewegung in einem Rutsch durchziehen, würde ich hier aufstocken, wenn wir dann 61,8er FIBO-Level treffen. Das könnte durchaus hier in diesem Bereich bei der 10693 sein. Wo ist Position 5? Danke. So. Und jetzt kommt noch eine oben drauf. Position 6. Ich hatte 6 Positionen im Kopf. Jetzt weiß ich, welche ich vergessen habe. Trendbruch im H1. So. Wie groß wären die Positionen bei einem 10K-Konto? Das ist unterschiedlich. Ich würde diese Nummer, also den Start, bestimme ich hier nach dem CRV. Muss ich hier schon an der 27 irgendwo starten, weil er da im 1-Minuten-Chart schon rumeiert, dann habe ich meinen Stop über der 42, bin ich mit 15 Punkten SL dabei. Das hat mit dem doppelten SL, dann würde ich da oben nur mit einem Lot handeln auf dem 10.000-Euro-Konto. Es sind 2 Punkte, die man dabei berücksichtigen muss. Punkt A, der erste Punkt ist, wie groß ist dein Konto? Punkt B, wie groß ist dein Risiko? Wo kommst du rein? Punkt C, dein Money Management, mit welchem Risiko willst du handeln? Ich bin bereit, mit 2% Risiko zu handeln. Und der letzte ausschlaggebende Punkt ist, handelst du professionell oder nicht? Hast du ein professionelles Konto, nicht professionelles Konto? Was gibt deine Margin her? Was darfst du überhaupt? Was ist bei dir zugelassen? Das sind die Punkte, die man berücksichtigen muss. Sollte ich hier bei der 27 starten, müssen hier bei der 27, muss mein Stop auf die 45. Damit dürfte auch die Frage von Christine, glaube ich, beantwortet sein. Wo ist der Stop? Ja, irgendwo hatte sie das vorhin gefragt. Genau. Der Stop muss über die 45, wenn ich diesen Bereich habe und dieses Setup hier handeln will. Und ich werde dieses Setup auch handeln. Ich werde es auch so werten, nur um das für unsere Community vorneweg zu schicken. Das wird der komplette Handel werden. Für diese Position, wenn ich hier starte, muss mein Stop irgendwo über die 45. 42, 50er FIBO-Level,
Müssen wir aufpassen. Wir haben auch noch ein 61,8er FIBO-Level, der erreicht werden kann. Dieser SL wäre mir aber zu groß. Hier der erste Start mit 15 Pips oder mit 15 Punkten. Und wenn der in die Hose gehen sollte und 15 Pips geholt werden, muss ich mir das nächste Level, das 61,8er Level, anschauen. Das Problem aber dann, wenn es da ist. Ich mache jetzt mal noch schnell ein Bild davon, damit die anderen Paternoster auch was davon haben, die jetzt nicht dabei sein können. So. Okay, das soweit verstanden, den Verlauf und mein Ansinnen verstanden, was ich hier möchte. Okay, so mache ich meine Pläne. Ich habe das jetzt im Schnelldurchlauf, wir haben jetzt eine halbe Stunde gebraucht, mit Erklärung in der Regel nehme ich mir morgens 20 Minuten, 25 Minuten Zeit, mir genau so einen Überblick zu verschaffen, um auch einen Plan drauf zu kriegen. Okay, schauen wir nochmal kurz hierher. Der DAX, der Junge, der hat gestern hier, wir haben die gesamte Abwärtsbewegung von da bis darunter. Er hätte bis zu 1, bis zu 18.124 steigen dürfen. Letzte Auffanglevel war bei der 2.88, das ist nämlich das letzte FIBO-Level oben, die 76.4, die er nicht übertreffen sollte. Hat er auch nicht getan, hat uns dann gestern eine rote Kerze hingelegt. Ob das jetzt ein Signal wird, um da jetzt nochmal in Shorts einzusteigen, weiß ich nicht, aber ich weiß eins, wenn dem so ist, er ist nur von dem Hoch hier, wo er es gestern gemacht hier, bei 2,37, er ist nur 200 Punkte gefallen, bis jetzt, er hat ja gestern mal richtig Gas gegeben. Wenn das hier jetzt das Umkehrsignal war, dann haben wir auch hier eine zweite Korrekturwelle, die auch so, das wollte ich jetzt nicht. Genau das Falsche, ich wollte den Fibo verschieben, sondern meine Kiste. Mann, mein. Ist auf dem Laptop oder auf dem MacBook manchmal nicht so einfach. FIBO raus und den hier verschieben. Und dann würde sich, wenn das gestern der Start war, hier unten ein Ziel ergeben von 17.000 circa. Wir hatten vorher bei den vorherigen Bewegungen, wenn ihr euch an das Webinar oder wenn ihr euch die Aufzeichnung vielleicht mal anguckt, vor 14 Tagen, hatten wir zwei Ziele unten im DAX aufgerufen. Welche waren das? Die wichtigen Ziele? Okay, sorry, meine wichtigen Ziele. Wer weiß sie noch? Schaut euch mal die Aufzeichnung an. 17.640 und 17.450. Das war mein Weg, den ich beschreiten wollte, das Low, auch wenn es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag passiert ist, bei 17.396. Ich hatte zum Glück in dieser Nacht, als Israel ein bisschen im Iran rumgepiekt hatte, in dieser Nacht hatte ich meinen Take Profit auf die 640 gelegt, weil das war unser erstes Ziel. Der hätte sogar in der Nacht die 450 hier gerissen. Aber die 640 hat er wenigstens geholt. Danach war die Erholung erstmal ziemlich klar. Ich habe hier in diesem Bereich den nächsten Tag, hier, nachdem er hier hochgelaufen ist, habe ich den nächsten Tag trotzdem wieder geschortet, weil ich davon ausgegangen bin, dass er hier dieses Tief, Punkt A, war das außerbörslich. Das wird im börslichen Handel in der Regel nochmal
nachgeholt. Zweitens beendet er selten sowas ohne einen Doppelboden oder ohne nachlaufendes Tief. Da war ich auf diesen Tag vorbereitet, dass das so passiert. Aber er hat dann direkt Gas gegeben und zwei beschissene, der eine sagt herrliche, ich sag beschissene, blaue Kerzen hingelegt. Der Montag, Dienstag hier war absolut blau. Jetzt müssen wir erstmal sehen, war das hier nur mein typisches Muster der Korrektur Mittwoch? Okay, er hat nur diese beiden Tage hier korrigiert und wird jetzt eventuell wieder steigen. Dann kommt das Allzeithoch oben ins Ziel. Ja, biebt. Ja, das wäre das nächste bullische Ziel und auf mehr will ich mich da gar nicht einlassen. Und das hier unten ist das bärische Ziel. So. Da ich nicht den ganzen Tag jetzt davor sitze, kann ich euch nur empfehlen, euch auch hier Muster zu suchen, ebenfalls so wie wir es gerade im Euro besprochen haben, genau die gleichen Muster zu suchen, Trendbrüche über die verschiedenen Zeitebenen zu greifen, Fibo-Level zu greifen. Beispiel, wir haben jetzt hier da zu diesem Hoch. Das heißt, wir haben jetzt hier das 61,8er Level, haben wir hier bei der 17.700. So, wenn die bricht zum Beispiel, wäre das eine schöne Nummer zu shorten, falls er die nach unten kaputt machen sollte. Aber die Position werde ich nicht begleiten. Ich muss gleich raus, draußen arbeiten und hoffe, dass hier dieses Setup, das scheint genauso zu laufen, wie wir das wollen. Gucken, wie er hier oben reagiert. Auf jeden Fall haben wir hier oben die Reaktionspunkte. Die sollten wir nutzen und damit verabschiede ich mich jetzt an die frische Luft. Wünsche euch einen schönen Tag. Hoffe, euch hat es gefallen. Dann sagt es weiter. Wenn es scheiße war, dann sagt es mir. Und in diesem Sinne sage ich tschüss, tschüss. Moin, moin aus dem saukalten Norwegen. Danke, Thorsten. Auch euch auch einen schönen Tag. Vielen Dank für das Webinar. Schöne oder gute Heimfahrt am Wochenende. Und natürlich vielen Dank an alle, die dabei waren. Ebenfalls einen erfolgreichen Tag und vorab ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.